Ja, hallo. Heute geht es weiter mit Filmempfehlungen Teil 5. Das ist jetzt schon der fünfte Teil, in dem ich euch Filme empfehle. Ihr wisst vielleicht, ich bin ein großer Filmfan. Habe jetzt schon länger so ein Video nicht gemacht. Und zwar, heute gibt es 5 mal 8 von 10 Sternen. Also leider keine 9 von 10, keine 10 von 10. 5 mal 8 von 10 Sternen. Und zwar aber trotzdem, wie gesagt, sehr empfehlenswerte Filme, die ich euch ans Herz lege, wenn ihr ein Filmfan seid. Und zwar fangen wir an. Der erste Film heißt JFK Tatort Dallas. Das ist ein Film mit Kevin Costner. Da geht es halt um diesen Attentat an JFK, also an Kennedy. Und dass das alles, wie gesagt, nicht so ist, wie man das in den Nachrichten gehört hat und wie die offizielle Meinung davon ist. Und ich denke auch, es ist wirklich so passiert wie in diesem Film. Das ergibt viel mehr Sinn als die echte offizielle Aussage. Und deswegen finde ich den Film absolut top. Ich habe den ungeschnitten geguckt. Der geht 3 Stunden 30 Minuten. Also schon ziemlich heftiger Brocken. Und dann jetzt kommt's, zweiter Film, Titanic. Ja, ich habe noch nie Titanic gesehen. Ich habe mir jetzt Titanic angeguckt vor ein paar Wochen. Und muss wirklich sagen, ist doch kein Frauenfilm. Ich dachte, das ist so ein Frauenfilm. Deswegen dachte ich, guck den nicht. Weißt du, mit so Romantik und so Gefühle und so ein Zeug. Ne? Und deswegen habe ich ihn nicht geguckt. Und auf jeden Fall, guck den Film. Der ist wirklich gut. Ich habe den total unterschätzt. 8 von 10 Sternen auch. Ein guter Film. Also der ist auf jeden Fall auf meiner Liste gelandet. Von daher kann ich nur empfehlen. So, der nächste Film heißt Victoria. Ich werde euch unten die Namen von den Filmen natürlich aufschreiben und das Jahr, von wann der Film ist, damit ihr den auch findet. Victoria ist ein interessanter Film, weil dieser Film wurde in einem Schnitt gemacht. Ja, die Kamera fährt die ganze Zeit, den ganzen Film lang, nur in einem Schnitt durch. Ja. Es gibt keinen Schnitt in diesem Film. Das ist interessant, und der Film ist wirklich sehr interessant gemacht. Es wurde dreimal wurde der Film gedreht, und den dritten Cut haben die dann genommen, weil die den als am besten befunden haben. Und ja, worum es da geht, kann ich euch nicht sagen, sonst spoilere ich euch viel zu viel. Titanic geht es um ein ja, Schiffsunglück. Ne? Das, so viel kann man sagen. Victoria kann ich euch leider nicht sagen, aber es wird auf jeden Fall, es fängt langsam an und steigert sich dann immer, immer weiter und hat dann ein gutes Ende. So, der vierte Film ist Lucky Number 11. Dieser Film, da sind sehr, sehr viele bekannte Schauspieler. Auch Morgan Freeman zum Beispiel, da geht es darum, dass zwei Mafia-Bosse gegeneinander kämpfen, und die sind so in geschützten Gebäuden drin, und die haben so ihre Leute, die die dann zum anderen, zum Gegner schicken, so gesagt, und versuchen sich auszuschalten. Und das, da gibt es dann Intrigen und so weiter. Sehr interessanter Film mit einem fulminanten Ende. Also das Ende klatscht dann einen noch richtig aus den Socken. Kann ich euch absolut empfehlen, den Film. Und der letzte Film, der fünfte Film, heißt Singeyi. Das ist ein koreanischer Film. Wie gesagt, unten schreibe ich euch den Titel auf. Guckt ihn euch an. Das ist ein Mafia-Film. Wie gesagt, ich stehe auf Mafia-Filme, wie ihr bestimmt schon wisst. Da geht es halt darum, dass ein, wie heißen die, Undercover-Cop. Ein Undercover-Cop wird eingeschleust in eine Mafia und soll die Mafia dann halt so gesagt infiltrieren und rausfinden, was die machen und so weiter. Bis zur Zerschlagung natürlich, wenn es geht, aber das läuft alles nicht so wie geplant, und das wird da wirklich brisant im Film. Auf jeden Fall absolut zu empfehlen, der Film. Ich mag eigentlich allgemein koreanische Filme. Ich habe die früher überhaupt nicht geguckt, ja, warum auch immer, aber es gibt sehr, sehr gute koreanische Filme. Oh, da werde ich euch noch andere vorstellen. Auf jeden Fall hier meine 5 Filme, die ich euch empfehlen kann. Viel Spaß damit, ne? Könnt ihr euch angucken, wenn ihr Filmfreunde seid. Und ansonsten, Leute, sehen wir uns beim nächsten Video, wie immer. Peace.